Immer mehr Menschen suchen Orte, an denen sie ihr Leben eigenverantwortlich und selbstbestimmt gestalten können und dabei gleichzeitig die für sie notwendige Unterstützung erhalten. Ausgesprochen wichtig ist das in den besonderen Lebenssituationen, bei Geburten, in Krisen und Lebensumbrüchen, im Altern und beim Sterben. Im Heilort Bad Belzig finden alle Facetten im gesamten Lebenszyklus ein heilsames und lebendiges Zuhause. Auf 8,2 Hektar Land am Rande der Kreisstadt wird ein Zentrum errichtet, das eine Vielzahl von professionellen Angeboten vorhält und gleichzeitig die Eigenverantwortung und gegenseitige Unterstützung fördert. Geplant sind drei Schwerpunktbereiche: ein Gesundheitszentrum mit Geburts- und Abschiedshaus, Therapiebereich, ambulanter Pflege- und Bildungsangeboten, Mehrgenerationenprojekte wie zum Beispiel die kombinierte Senioren-Kindertagesstätte und ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt. Ein Bio-Gästehaus mit Kaffee und Restaurant. Für die Kreisstadt Bad Belzig stellt dieses neue Zentrum einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung als Gesundheitsstandort und Heilbad dar. Bereits seit über 10 Jahren engagieren sich Menschen aus der ganzen Republik, damit der Heilort Wirklichkeit werden kann. Eine Projektgruppe aus unterschiedlichsten Professionen rund um die Initiatorin Silke Grimm, ein wachsender Freundeskreis, vielfältige Kooperationspartner aus der Region und ganz Deutschland arbeiten an der Entwicklung und Umsetzung. Dabei ist schon viel geschehen. Das Grundstück ist gekauft, der Bebauungsplan von den Stadtverordneten verabschiedet. Es kann also losgehen. Als eines der ersten Projekte beginnt im Frühjahr 2021 die Einrichtung eines Waldkindergartens mit 16 Plätzen. Für das Entstehen des Heilortes braucht es aber noch mehr: Menschen, die sich engagieren, professionelle Expertise und Geld. Unterstützen auch Sie dieses Modellprojekt und damit die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft in der Region Hoher Fläming. Durch eine Spende, ein Darlehen oder als Mitglied im Freundeskreis. Sprechen Sie uns gerne an.